Jaguar gegen Terrorvogel. Puma gegen Faultier. Nord gegen Südamerika. Wer gewinnt beim großen Clash der Tierwelten? Der Kolibri, denn er hat Superkräfte. Auslöser dieses Konfliktes ist eine geologische Sensation. Wenn irgendwo im Ozean geologische Aktivität Gestein nach oben schiebt, dann entsteht normalerweise eine Insel. Aber hier ist ein Stück Land entstanden, das zwei Kontinente miteinander verbunden und zwei Ozeane voneinander getrennt hat. Vor rund 3 Millionen Jahren schließt sich die mittelamerikanische Landbrücke. Es beginnt eine Tierwanderung der Superlative. Denn plötzlich waren zwei Erdteile verbunden, die noch niemals zuvor miteinander Kontakt hatten. Tierarten aus dem Süden, wie diese Affen, treffen auf Einwanderer aus dem Norden, zum Beispiel den Jaguar. Einen faulen Clash dieser Größenordnung hatte die Welt noch nicht gesehen. Aus heutiger Sicht gibt es einen klaren Gewinner, die Tiere Nordamerikas. Denn die meisten südamerikanischen Einwanderer, hier Türkis, konnten den Norden nicht für sich erobern. Sie kamen nie an oder starben aus. Das Seltsame? Die Tierarten aus Nordamerika, hier Orange, waren andersherum sehr wohl erfolgreich. Sie verdrängten viele Einheimische in Südamerika. 60% aller heute dort lebenden Arten stammen aus dem Norden. Aber es gibt auch einige wenige Ausnahmen. Den Kolibris gelang ein überraschender Erfolgszug. Sie stammen aus dem Süden. Als die Landbrücke die Passage nach Norden ermöglichte, nutzten sie die Chance. Heute sind sie bis hinauf nach Kanada und Alaska mit über 20 Arten vertreten. Wieso waren sie erfolgreich, wo andere scheiterten? Sie besitzen Superkräfte, von denen einige erst vor kurzem entschlüsselt wurden. Kolibris schaffen bis zu 100 Flügelschläge pro Sekunde. Ihre Spezialität, der Rüttelflug, ist die energieaufwendigste Fortbewegungsart im Tierreich. Kolibris müssen täglich 1000 Blüten besuchen, um Nektar zu tanken. Wie schaffen sie es, eine Blüte so schnell zu leeren? Über 180 Jahre lang hatte man eine Theorie. Die Zunge bildet eine Art Strohhalm. Der Nektar steigt durch Kapillarkraft darin auf. Aber kann man damit wirklich so schnell trinken? Mit diesem Versuchsaufbau, ich mach mal kurz die künstliche Sonne an, die auf die künstliche Blume scheint, können Wissenschaftler den Kolibris beim Trinken zum ersten Mal wirklich aufs Maul schauen. Oder ich sollte natürlich sagen, auf den Schnabel. Jetzt muss ich hier nur noch ein bisschen Zuckerwasser einfüllen, damit die Kolibris auch wirklich kommen und was zu trinken haben. Und diese Highspeed-Makrokamera scharf stellen. Jetzt heißt es nur noch warten. Kann man sehen. Die Zunge schießt bis zu 20 Mal pro Sekunde in den Nektar. Spreizt sich dabei auf. Dazwischen liegen Härchen, die die Feuchtigkeit einfangen. Und wenn die Zunge dann zurückgezogen wird, dann wird der Nektar dadurch hinausgetragen. Mit dieser Technik können Kolibris pro Tag fast das Dreifache ihres Körpergewichts trinken. Kein Strohhalm, sondern Haare auf der Zunge. Die Kolibris haben mit ihren besonderen Fähigkeiten eine Nische für sich erobert, in der ihnen niemand überlegen ist. Auch nicht in Nordamerika.
Sie gehören definitiv zu den ungewöhnlichsten Siegern im Krieg der Kontinente.